Feuerwerk über der Skyline von einem Grabsenquartier in zehnfacher Verschnellerung. Wo die Glocke 12 geschlagen hat und das Schaltjahr 24 eingeläutet hat, ist es so richtig losgegangen. Der ursprüngliche heidnische Brauch, die Geister vom alten Jahr am Silvester durch Licht, Krach und Feuer zu vertreiben, ist ja in christlicher Zeit zur Glückserwartung aufs kommende Jahr geworden. Die Leuchtkörper sollen ein leuchtendes, das heisst ein erfolgreiches Jahr, aufbeschwören. Zwar will ja schweizerische Initiative die privaten Funken verbieten, zum Schutz von Umwelt, Mensch und Tier. Wenn aber jeder von diesen Funken in vielen Herzen ein Funke Hoffnung ist, dass im neuen Jahr dies und jenes besser sein könnte, dann wären diese Silvesterkracher doch ein Riesenkracher für die ganze Welt und uns alle. Der Blick aus Grabs weit über Grenzen raus zeigt, dass Menschen anscheinend gerne das Gleiche machen. Und wenn man sich zurückerinnert an Bob Marley, wo man ein Konzert Diabeten verstrittenen Anführer von Jamaika vereint hat, wer weiss, was so ein paar Funken könnten bewirken, wenn der Funke vom friedlichen Zusammensein im vielen Herzen Fuß fassen könnte. Euch allen in dem Sinn viel Frieden und Spass im 2024.